Stinkt nicht nur aus dem Arsch, sondern... So, Valea und ich haben uns zusammengefunden und wollen ein paar Fragen beantworten bezüglich... der Elli-Woche. Ja, also der Todesblock. Das ist mein Block, Mann. Mein Block. Und nicht Blumentopf, sein Block. Ja, wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen. Eine Frage zum Beispiel war, ob die Nora und ich privat auch wirklich befreundet sind, also beste Freundinnen. Gut, beste Freundinnen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir stehen uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was auch die zweite Frage beantwortet, dass mir der Abschied sehr, sehr schwer gefallen ist. Eine weitere Frage war noch, ob ich wirklich weine. Und ja, ich weine eigentlich immer selbst. Also, ich weine eigentlich immer. Also es gibt auch einen Tränenstift, ne, den man zur Not nehmen kann. Aber da mir Noras Abschied einfach wahnsinnig schwer gefallen ist, musste ich wirklich ganz doll weinen. Es war so traurig. Also es gibt sowas wie einen Tränenstift, haben wir gerade schon gehört. Mhm. Ich verwende gerne einen Tränenstift. Es gibt einmal so einen Mentholstift, wo dieser mit Menthol ins Auge geblasen wird. Mhm. Oder es gibt so einen Stift, da schmierst du dir richtig Menthol unter das Auge, das brennt. So eine Paste ist das, ne? Brennt wie der Teufel und dann läuft automatisch Rotz und Wasser. Oder Tropfen. Tropfen? Mhm, oh, Augentropfen. Ja, das stimmt. Genau, die Möglichkeiten gibt es. Oder eben sich selber so in die Emotion reinzubringen, dass, es, dass die Tränen wirklich laufen. Oft ist es, finde ich, eine Mischung aus allem, weil wir so schnell immer am Set sind und schnell mit den Szenen durchkommen müssen, dass ich finde es schwierig, sich in jede Szene wirklich immer so richtig reinzufinden und dann komplett da loszulassen. Aber bei sowas wie einem Todesblock zum Beispiel stimmt es schon, dass so viele traurige emotionale Szenen sind. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, um uns auch wirklich da so reinzufinden. Und ich, also mir hat es auch geholfen, dein Tod wurde jetzt nicht von jetzt auf gleich erzählt, sondern das war ja ein langer Prozess, der da stattgefunden hat. Und da wusste man, irgendwann kommt der Tag, an dem alle Emotionen auch wirklich stimmen müssen und sitzen müssen und man sie auch rauslassen darf. Es war ja vorher schon wahnsinnig traurig. Und wenn man weiß, was passiert, dann ist man in jeder Szene so ein bisschen wehmütig und man weiß, man... das und das passiert und sie wacht halt nicht mehr auf. Und als, also meine, die schlimmste Szene war, als ich dich da unter dem Tuch gesehen habe, wo deine Hand noch raus lag und ich deine Hand noch genommen habe. Deswegen konnte ich meine Tränen da auch gar nicht zurückhalten. Was ich auch toll von dir fand, war, dass du mir auch oft ein Lob ausgesprochen hast, was mich schon irgendwie motiviert und bestärkt hat so in allem. Und mir war es halt auch wichtig, weil es dein Abschied ist, dass es dir auch gefällt und dass du zufrieden bist. Ja. Das war mir auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und ja, die Nora war mit die Einzige, die da wirklich gesagt hat, das hast du toll gemacht und Valea, wow. Ja, das hört man natürlich gerne und das motiviert einen dann natürlich auch für die nächste und übernächste Szene. Ach, wir sind so süß. Ja. Erschirren, du bist so süß. Man sieht, wir sind richtige Social-Media-Freaks und kennen da die besten Tipps und Tricks. Also, wenn ihr ein paar Tipps braucht, einfach bei mir melden. Ich mache gerne ein YouTube-Video dazu, wie man am allerbesten Stories hochlädt, während man ein YouTube-Video dreht. Oder, ja, wie man das halt super kombinieren kann und wie das auch alles flüssig läuft. Und man sich nicht denkt, was zur Hölle machen die eigentlich? Der Hund, der furzt hier in einer Tour, der sabbert hier in einer Tour. Nora rülpst in einer Tour. Das ist also kein Rülpsen, das war ein Schluck auf. Natürlich. Hast du das nicht manchmal so ein Einmalschluck auf? Nee, hab ich nicht. Ob wir privat uns auch sehen? Nein. Ich habe Lea bezahle ich dafür, dass sie hier sitzt. Entschuldigung. Und ungern. Entschuldigung, dass ich atme, ey. Ja. Danke. Schnaps runter und Ex. 1, 2, 3. Dann haben wir beide gerade einen Cappuccino getrunken. Einer hat gesüßte Mandelmilch gehabt, einer ungesüßte. Und einer hat sich noch Zucker reingetan und einer nicht. Und einer von uns dreien hat Furzeritis. Also nicht ich, der Hund. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Sie hat gerade einfach nur so auf ihren Hintern gezeigt. So, ja, war ich. Dann, was gibt's noch? Eine Garderobe haben wir uns nie geteilt. Nee. Das war auch mal eine Frage. Wir waren mal kurz davor, aber... Ja. Wieso? Antonia war schneller. Ich hatte dann Frau Brix in meiner Garderobe. Die war da auch bei mir vorher. Die war vorher bei dir, dann war sie Toffi bei mir. Toffi hat ihr dann mal in den Hausschuh geschissen. Geschissen. Stimmt. Ja. Eigentlich hat Valea in den Hausschuh geschissen, aber jetzt verkauft sie so, als wäre es der Hund gewesen. War schon alles in allem sehr witzig. Ich habe gerne mit dir gedreht. Wie gesagt, ich finde dich wahnsinnig lustig. Ich habe immer mit dir gelacht am Set. Und du warst halt auch immer gut vorbereitet, ich nicht. Deswegen, also als noch im Schiller, einmal die Szene, wo du abgehen solltest und dann so irgendein Fachkauderwelsch wieder mal von dir geben solltest. Und wirklich, ich weiß, kann gar nicht sagen, wie oft wir da gepickt haben.
Immer so, okay, nochmal stopp. Kann und dann sein. Kurz vorher, ich weiß, eigentlich war ich das. Ja. Ja, was schreiben die mir auch so schwere Texte? Ist so, rein, sind ne? die dumm, was geben die dir Hallo. Das? Hallo. Ich meine, die Dümmste spielt die Schlauste. Also. Ja, das kann nicht funktionieren, Leute. Also, schauspielen kann sie. Naja, wenn auch nicht so gut. Kannst du dich erinnern, Valeria, als wir die Szene hatten, wo Amelie damals noch ganz, ganz krank war? Und warum lache ich jetzt schon ganz grausam, aber wo ich einen todesdramatischen Abgang hatte, Tränen in den Augen, du im Krankenhauszimmer zurückgeblieben bist, unser Tonangler gerade noch meinen letzten Satz angeln wollte und richtig gefurzt hat. Das im On. Das weiß ich im ja. On, by the way. Weißt es du, war du? Ziemlich am Ende. Alle und wollten nach Hause und wir nur beide so versucht, unser Lachen in Tränen auszudrücken. Ich war mir in dem Moment auch nicht ganz sicher, ob das gerade wirklich passiert ist, weil es so offensichtlich war, dass ich gedacht habe, das kann er nicht ernst gemeint haben. Das kann er nicht ernst gemeint haben. Einen habe ich noch. Bitte, bitte. Böhne-Miese. Also ich bin ja jemand, ich verdrehe gerne mal die Sachen oder lasse einfach mal ein paar Worte weg. Und dann wollte ich eigentlich sagen, gute Miene zum bösen Spiel. Und aus gute Miene zum bösen Spiel wurde dann Böhne-Miese. So. Sagt sie so, okay, Nora, jetzt gleich machen wir Böhne-Miese zum... Böhne-Miese? Böhne? Wie heißt das? Miese? Sie hat mir nicht gesagt, wie es richtig heißt. Sie hat schon so gelacht, dass ich da irgendwann selber drauf gekommen bin. Hier. Das war der Schweinebauch. Das war der Schweinebauch. Schweinebauch. Die jungen Ärzte. Die jungen Ärzte. Vision Ellie, wie sie eine Operation verkackt. Und man muss dazu sagen, da lag Tatsache ein Komparse auf einem OP-Tisch, über ihn ein Kettenhemd gelegt, darüber ein Stück Schweinebauch und darüber der OP-Kittel. Also das Kettenhemd war da, dass wenn ich da reinhacke in den Schweinebauch, dass ich nicht aus Versehen den Komparsen auseinandernehme. Was mir nicht passieren würde. Und dann habe ich halt wirklich den Schweinebauch aufgeschnitten und dann musste unsere Maske, da sollte doch das Blut so hoch spritzen, ganz, ganz wichtig, nicht ins Auge. Und wo ist es gelandet? Im Auge. Im Auge, natürlich. Natürlich. Das war also, das war gut. Und dann richtig schön ins Auge. Ja, da erinnere ich auch mich an die Schafshoden, die wir dann auch, ich glaube, eine Woche gespielt haben und dann mal vergessen wurde, die zu kühlen. Die haben dann irgendwann am Ende ganz schön gemüffelt. Was Hoden ja auch so an sich haben. Ja, oh. Wir haben grundsätzlich wenig Spaß am Set, sowieso. Ja. Immer. Das waren auch ein paar Fragen, ob wir manchmal Spaß haben am Set. Das meinen sie nicht so, Toffi. Nein, stinkt nicht nur aus dem Arsch, sondern... Ja. Nee, ansonsten habe ich... Ich bin nicht witzig. Stimmt. Ich bin nur witzig, wenn ich es nicht sein will. Richtig. Man witzig. Lacht auch nicht mit mir, sondern über mich. Deswegen. Tatsache, und für das andere bin ich ja zuständig. Also von daher. Ja. Ja. Das ist ja ein Nehmen und ein Geben. Mehr so ein Nehmen und ein Geben. Läuft, man hat so ein Sprichwort, wer Requisiten ist, der bumst auch Komparsen. Es war tatsächlich schwer, als wir diese Schweinemaske auf hatten, mir diese Quarkgurken in den Mund zu schieben. Die hing alles an der Maske. War. Ich fasse es nicht. Hab ich noch nicht gesehen. Das sieht gut aus. Da ist die. Oh, hier ist sie drin. Da. Oh Gott. Wie viel kriege ich denn rein? Oh. Okay. Das sah aus, als wären wir, hätten wir verbrannte Gesichter. Oh! Oh, geh mal ran. Gott sei Dank. Buki! Vicky! Hä, hey, was geht? Meinst du, ich könnte dich so in 10 Minuten zurückrufen? Ciao, Kakao! Wie ist Choppy entstanden? Alle sagen immer Choppy, also in der Produktion hieß es grundsätzlich nur noch Choppy, wegen, ich glaube wegen Koppen, Copy, Choppy. Ja. Mein Spitzname ist einfach nur Choppy. 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 Das haben wir jetzt leider nicht verstanden. Nochmal. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. Wir sind raus. Ciao. Kakao.